nah und fern und wir haben eingeladen die Basler Mittwochsgesellschaft. Das hat ja schon was Zinssoldatenhaftes, Gerd. Das kann man so sagen. Und genau so besonders, wie ja die Basler Fasnacht an sich ist, ist auch der Name dieser Gesellschaft, Mittwochsgesellschaft von 1907. Und der Martin kann vielleicht uns helfen zu klären, wo dieser ungewöhnliche Name herkommt. Ja, Mittwochsgesellschaft, fragt man sich natürlich hier in Baden-Württemberg. So, was haben wir denn, was ist denn das? Die Basler Mittwochsgesellschaft. Wir sind eine Fasnachtsklicke von Basel. Wir gehen aber immer wieder an solche Volksfeste mit unseren traditionellen Uniformen. Das sind die Standesgarde der Basler Stadtwoche. Ja, und warum gerade? Und schafft ihr bloß Mittwochs, oder wie, warum heißt es so? Warum Mittwoch? Mittwoch heißen wir, weil diese Clique an einem Mittwoch 1907 gegründet worden ist. Wir haben also nächstes Jahr 100-jähriges Jubiläum. 100-jähriges Jubiläum nächstes Jahr? Ja, da gratulieren wir natürlich recht herzlich. Weiter so! Und das, was wir hier hören, meine lieben Zuschauer, ist etwas musikalisch ganz Besonderes. Denn die Basler spielen nicht auf normalen Querpfeifen, sondern auf sogenannten Piccolos. Und das Basler Trommeln ist weltweit einmalig, insbesondere am Basler Morgenstreich am Montag nach dem Aschermittwoch. Das müssen Sie mal gesehen haben. Und jetzt hören wir denen einfach mal zu. Trommelkunst par excellence.